Und der pennt ja schon wieder. Also den Pfarrer kriegen wir heute nicht. Gut, dann gehen wir mal wieder nach draußen. Ja, jetzt wissen wir immer noch nicht, wo unser Vater liegt. Das ist natürlich auch Käse. Hä? Oh, ist es schon so spät? Ach du Scheiße, es ist dunkel. Oh, verflixt und zugenäht. Ich speichere mal lieber ab. Zack. Speichern. Jawohl. Hier sind noch ein paar Gräber, die wir uns angucken können. Ist ja auch wunderbar. Hier liegt Miss Vernon, ermordet von meiner verfluchten Schwester. Vielleicht sollte ich beim nächsten Besuch ein paar Blumen mitbringen. Tja, und was jetzt? Da ist dieser Turm. Ein Turm mit Zinnen. War im Mittelalter ja vielleicht nötiger als ein Turm für Glocken. Das wird ein Blitzableiter sein. Der Turm sieht etwas angekokelt aus. Vielleicht hat da ja mal der Blitz eingeschlagen. Okay. Hinter den Lamellen könnten Glocken sein. Dann sind das kleine Nebenglockentürme. Die Kirche von Wormhill. 800 Jahre alt und ohne Turmspitze. Sehr ungewöhnlich. So, was haben wir noch? Zaun. Frisches Grab haben wir schon gehabt. Die Stelle sieht eingedrückt aus. Ob das ein Leichenwagenfahrer mit Einparkschwierigkeiten war? Ach. Hier liegt Miss Valley, ermordet von meiner verfluchten Schwester. Vielleicht sollte ich beim nächsten Besuch ein paar Blumen mitbringen. Okay, das bringt also nichts. Also gehen wir mal wieder hier weg. Also können wir doch noch nicht mit unserem Vater, zu dem Grab zu unserem Vater. Was soll ich mitten im Wald? Okay, dann gehen wir mal wieder. Sind bestimmt Wildschweine. Soll's hier ja jede Menge geben. Okay. Oder dämonische Höllenhunde, von denen der Volksmund spricht. Oh Mann. Wenn ich nicht zerfleischt werden will, muss ich schnell hier weg. Können wir nicht, Scheiße, wie soll man denn jetzt hier weg? Oh, wie soll man denn jetzt hier weg? Gute Frage, nächste Frage, ne? Apropos weg, wann hatte ich gespeichert? Oh, wir haben. Alles klar. Liebe Leute, ich musste leider aufhören. Ich muss dann die Folge noch rendern und hochladen. Ich werde morgen, also für euch denke ich mal, ist das dann heute oder so, keine Ahnung, nochmal aufnehmen, aber dafür länger aufnehmen. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Black Mirror 3. So, heute haben wir ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen, als wir das gestern hatten. Wir waren hier in dieser schönen Kirche hier und müssen irgendwie jetzt von diesen Hunden flöchen. Ich habe mal gerade geguckt, ich konnte irgendwie diese Einstellung hier nicht immer neu einstellen. Ich weiß nicht, ob der das in dem Spiel gar nicht machen will. Also aus dem Spiel heraus jetzt ging das nicht, die Grafikeinstellung. Sind bestimmt Wildschweine. Soll's hier ja jede Menge geben. Oder dämonische Höllenhunde, von denen der Volksmund spricht. Hm.
Ja, komm, geh hier hin. Wenn ich nicht zerfleischt werden will, muss ich schnell hier weg. Weg, 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 weg. Oh, denen müssen wir schnell weg. Ach du Scheiße. Lange halte ich das nicht durch. Wieso wache ich nicht auf? Das kann doch nur ein schlechter Traum sein. Scheiße. Ich kann gerade nichts machen. Sind sie weg? Ruhe vor dem Sturm? Ich warte lieber, bis diesen Bestien der Appetit vergangen ist. Okay, jetzt müssen wir hier also warten. Jetzt haben wir dann hier einen Eimer. Ein alter Eimer. Ich hoffe, es ist nicht die Toilette. Hm. Was haben wir eigentlich bei uns im Inventar? Ach Gott, da haben wir ja nur einigen Scheiß. Was haben wir denn da? Ein Häcksler? Der sieht fast so aus wie der Häcksler aus dem Museum. Aha. Da liegt etwas drin. Was denn? Es ist weich, feucht und kalt. Was haben wir denn da? Haben wir denn irgendwas, womit wir da rausholen können? Hm. Gucken wir uns mal weiter um. Eine Öllampe, vielleicht können wir so... Eine Öllampe? Scheint noch nicht so alt zu sein. Vielleicht geht sie noch. Haben wir ja, natürlich nicht. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo... Ein paar Smiley-Leuchtsticker. Wer auch immer hier wohnt, hat wohl Angst im Dunkeln. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo ein Feuerzeug. Was haben wir denn hier? Ich schätze mal, das ist Verdünnungsmittel oder Reinigungsbenzin. Riecht zumindest so. Können wir das hier reinfüllen? Ich glaube, da ist noch genug Öl drin. Kein Grund nachzufüllen. Okay. Also brauchen wir... Nur noch... Noch eine Tür. Mal sehen. Nur noch ein Feuerzeug. War irgendwie klar. Dahinter befindet sich eine Art Holzlager. Es reicht bis zur Tür. Hier gibt's kein Durchkommen. Okay, was haben wir denn noch? Rechen. Bodendielen. Pfeile. Was haben wir denn hier? Bodendielen. Die Bodendielen hier knarzen ganz besonders laut. Kann man die irgendwie aufhebeln? Nee, haben wir noch nix. Haben wir hier mal ein Rechen. Wofür wir auch immer jetzt ein Rechen brauchen. Ein altes, rostiges Gartenwerkzeug. Nein, danke. Ich will gar nicht wissen, was da drin verendet ist. Okay. Eine Kiste. Eine Kiste, die hier vor sich hingammelt. Möchte nicht wissen, was drin ist. Vorhängeschloss. Ein Vorhängeschloss der richtig stabilen Sorte. Oh, das ist nur ein Zimmerschlüssel. Können wir das vielleicht... Nee, können wir leider nicht. Was haben wir denn hier? Pfeile. Eine Feile? Hm. Zumindest in Comics das Ausbruchswerkzeug schlechthin. Hier mein Bett. Scheiße, hier wohnt doch nicht etwa jemand. Da liegt irgendwas unter dem Bett. Aber ich komme nicht ran. Vielleicht braucht man dafür die Hake. Ist aber schon ein gutes Werkzeug, um etwas aus dem, unterm Bett hervorzuheben. Eine Kiste. Hab ich dich. Was ist denn da drin? Eine Pappschachtel. Auf den Deckel hat jemand was gekritzelt. Hm? Ich kann es nicht entziffern. Auf alle Fälle fängt das Wort mit R an. Schauen wir mal rein. Oh. Eine Stoffpappe.
Puppe. Ziemlich hässlich und abgegriffen. Kenn ich. Hab ich schon mal gesehen. Bei Ralph. Ja, das ist seine Puppe. Mr. Bubby, oder wie er sie genannt hat. Komisch, wie kommt die hierher? Und warum lässt Ralph sie liegen? Früher ging er doch keinen Schritt ohne sie. Was haben wir noch? Smiley. Einen Leuchtstecker mit einem Smiley drauf? Und einen Flaschenkorb. Das ist mit Sicherheit Ralphs Hütte hier. Oder sein Versteck. Okay. Korken, ein Smiley. Oha, ganz viel Geblümsamer hier drin. Eine Kiste, können wir die vielleicht mit einer Pfeile hier aufmachen? Da bräuchte ich Jahre für. Vermutlich würde sich das Schloss durch die Pfeile fräsen, anstatt umgekehrt. Oh shit. War das gerade ein Geist? Oh Mann. Ja, wir kriegen mal diese scheiß Öllampe an, damit wir eine was sehen. Öllampe. Scheint noch nicht so alt zu sein. Vielleicht geht sie noch. Eine Öllampe. Oh Mann, liebe Leute, das geht ja hier schon wieder gut los. Müssen wir dich hier rein prügeln? Mr. Bobby, jo. Ich habe, was ich wollte. Alles klar. Oh Mann. Hier komme ich nicht raus. Dahinter ist nur Holz. Leck mich am Hintern. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus. Vielleicht hat sich ja jetzt die... Oh nee. Was zum... Scheint, als wäre die Tür von außen verriegelt. Wie kann das sein? Och nö. Jetzt sind wir hier auch noch eingeschlossen. Kriegen wir denn den Scheiß mit der Pfeile auf? Die bewegt sich kein Millimeter. Vermutlich hat sie sich komplett verkeilt. Da muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen. Wir brauchen mal Licht. Verdammte Axt. Die Pfeile ist schon so abgewetzt, damit kann man sich höchstens noch die Fingernägel feilen. Okay. Das geht nicht. Wofür brauchen wir denn einen Korken? Wo muss ich das hier vielleicht tränken? Ne. Ach, Moment mal, wir haben doch ein Feuerzeug. Hatten wir doch ein Feuerzeug im Inventar. Ich gar nicht mehr dran gedacht und auch nicht mehr gesehen. Ah, endlich erkennt man hier auch was. Ich hoffe, das Licht lockt keine wilden Tiere an. Oder Schlimmeres. Alles klar. Zum Schuppen, das können wir nicht machen. Die Kiste kriegen wir auch nicht auf. Zu. Bleistift. Tja. Ein Sticker. Muss der hier auch noch hin? Merkwürdiger Schatten. Was haben wir denn da? Ein merkwürdiger Schatten. Jetzt haben wir nur noch hier ein Vorhängeschloss, Fenster, diese komische Kiste, Türe zum Schuppen, Bodendiele und die Öllampe. Vielleicht müssen wir hier irgendwie das Fenster aufbekommen. Aber ist nur die Frage, wie. Nichts mehr zu sehen. Ist nur die Frage, wie. Die Pfeile ist schon so abgewetzt, damit kann man sich höchstens noch die Fingernägel feilen. Für ein Fenstergitter reicht das niemals. Okay, das heißt, wir müssen die Pfeile irgendwie wieder scharf kriegen. Aber wie?